Ich freue mich, Ihnen bei uns im Studio hier den Astronomen Herrn Dr. Michael Geffert vorstellen zu dürfen. Herr Geffert, glauben Sie, dass es da draußen irgendwo Leben gibt? Ja, ich persönlich würde diese Frage immer mit Ja beantworten. Ich denke, das Universum ist so riesig, dass es irgendwo einen Planeten um einen Stern gibt, wo sich vermutlich ähnlich wie auf der Erde Lebewesen entwickelt haben. Ähnlich wie auf der Erde hieß es sogar intelligentes Leben. Oder denken Sie, dass da vielleicht nur grüner Schleim auf der Oberfläche ist? Na, ich denke, mit dem Schleim wird das wohl anfangen. Das heißt, es gibt sicherlich einige, nach meinen Vorstellungen, einige Planeten, wo vielleicht sowas ist wie Primitivformen des Lebens. Aber ich denke auch auf die Gesamtheit des Universums gerechnet, dass es irgendwo doch Lebewesen gibt, die auch intelligent sind. So intelligent, dass sie zum Beispiel auch Nachrichten aussenden können. Ach so, haben Sie die Hoffnung, dass man vielleicht eines Tages solche Nachrichten empfangen kann? Ja, die Hoffnung ist leider nicht sehr groß. Und das hängt ein bisschen damit zusammen, dass die Entfernungen im Universum ebenso groß sind. Wenn wir mal nur von unserer Milchstraße sprechen, dann ist es so, dass das Licht, was ja das schnellste ist, was wir kennen, von der einen Seite zur anderen Seite 100.000 Jahre braucht. Aber die entfernteren Galaxien, da braucht das Licht noch sehr viel länger. Und das heißt eben, dass natürlich auch die Signale auf dem Weg zu uns schwächer werden, wenn sie nicht, sagen wir mal, ganz stark gebündelt sind. Und deswegen ist die Chance, dass wir wirklich Kontakt aufnehmen und vielleicht Botschaften hin und her schicken, eigentlich ziemlich gleich null. Und wer weiß schon, ob nach 100.000 Jahren, wenn ein Signal so lange unterwegs war, ob diese Zivilisation dann überhaupt noch existiert? Das ist in der Tat noch eine andere Frage, die auch sicherlich bei solch großen Zeitskalen eine Rolle spielt, ob die Zivilisation sich halten kann, wie lange sie sich halten kann. Und das sind Fragen, über die wir heute keine Antwort wissen. Auf der Erde hat sich das intelligente Leben ja in solchen Formen entwickelt, wie Sie und ich sie darstellen. Wir haben zwei Beine, zwei Arme, der Kopf sitzt oben drauf, zwei Augen besitzen wir. Glauben Sie, dass es in dieser Welt vielleicht dann eben auch eine ganz andere Form von Leben oder intelligentem Leben geben kann, die ganz anders aussieht? Also ich denke, diese Frage müsste man eigentlich einem Biologen stellen, der vielleicht so ein bisschen etwas abschätzen kann, was möglich ist und was nicht möglich ist, zum Beispiel durch die Schwerkraft, die ja immer vorhanden ist und wie sich da so etwas entwickeln kann. Sonst erlebe ich, da ich ja sehr viel Astronomie auch mit Kindern mache, dass die Kinder ihre ganze Fantasie dann da ausleben. Und das Schöne bei den Kindern ist eigentlich, dass die Aliens, wenn ich sie mal so nennen darf, auch durchaus gutartig sind und nicht immer nur diesen Touch des Gruseligen haben. Was würde denn eigentlich mit uns Menschen passieren, wenn wir in der Tat diese Aliens finden? Wäre das eine Art Demütigung für uns, so wie es eben Kopernikus gegeben hat, dass er gesagt hat, ihr seid nicht im Mittelpunkt, und Darwin hat gesagt, ihr seid doch sehr affenähnlich. Also Demütigung oder Freude? Also ich würde schon sagen Freude, Demütigung auf keinen Fall. Denn ich denke, dass jeder Mensch eigentlich für sich ein solches Wunderwerk ist, dass man eigentlich, egal was man noch alles an anderen Lebewesen findet, immer davon sprechen muss, dass der Mensch doch irgendwie auch wunderbar ist. Aber wir würden natürlich feststellen, dass wir plötzlich nicht mehr die Einzigen sind. Wir würden von diesem Thron gestoßen. Ja, ich denke, für manche Bereiche hat das sicher Konsequenzen. Also für unser philosophisches Selbstverständnis zum Beispiel. Vielleicht auch für die Theologie. Was bedeutet es, wenn jetzt woanders auch Lebewesen sind? Wie könnte sich ein Gott dort offenbart haben? Und ich denke, da gibt es einige wirklich ganz interessante Fragen. Und ich glaube schon, dass sich unser gesamtes Weltbild da ordentlich verändern würde. Wir beantworten diese Fragen, wenn wir die Aliens gefunden haben. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Geffert.